Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute die vierte EU-Geldwäscherichtlinie und hatten in der Tat die Absicht, das mit der fünften gemeinsam zu machen. Das macht ja auch Sinn, denn es sind übrigens erhebliche Veränderungen auch für die Strukturen, für die Kontrollmechanismen, für das Controlling von Zehntausenden von Unternehmen in Deutschland. Insofern sollte man das nicht jedes halbe Jahr neu regulieren. Leider hat die EU den Zeitrahmen, den sie sich vorgenommen hat, nicht eingehalten. Insofern werden wir jetzt, und der Koalitionspartner hat zu Recht darauf hingewiesen, bis Juni selbstverständlich die vierte EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland umsetzen und unseren Beitrag dazu leisten, dass Geldwäsche in Deutschland noch weniger stattfindet und Terrorismusbekämpfung noch effizienter erfolgen kann. Mit Panama-Briefkästen hat das übrigens alles leidlich wenig zu tun. Wir sind uns völlig einig, das ist eine Sauerei. Das muss international, wo immer es noch möglich ist, bekämpft werden. Das muss sanktioniert werden. Hier müssen diejenigen bestraft werden, die es zulassen, und diejenigen, die es tun, in Deutschland und überall auf der Welt. Es gibt aber eine Gemeinsamkeit. Beides geht nur international. Sowohl Geldwäschebekämpfung und Terrorismus als auch Steuerhinterziehung und das, was sich unter dem Begriff Panama-Briefkastenfirmen, Panama Papers verbirgt. Insofern kann man auch an heutigen Tage mal positiv feststellen, dass bei aller Kritik, ich sage das gerade auch den vielen jungen Zuhörern hier heute im Deutschen Bundestag, bei aller Kritik an Europa und an dem, was wir manchmal schlecht umsetzen und langsam umsetzen, auch Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eben nur gemeinsam in Europa geht. Denn Geldwäsche macht vor deutschen Grenzen nicht Halt, aber es macht eben auch vor polnischen, vor österreichischen oder vor französischen Grenzen nicht Halt. Und insofern müssen wir es in Europa gemeinsam tun und werden das auch tun. Die Kritik, Herr Schick, und Sie haben ja hier zu Recht auch in vielen Berichterstattergesprächen sehr kritisch das angemahnt, an der Umsetzung in Deutschland eint uns, glaube ich, alle. Wir stellen fest, dass in den 16 Bundesländern, die dafür zuständig sind, die Umsetzung ziemlich leidenschaftslos betrieben wird. Wir in vielen Ländern einen Mitarbeiter in irgendeiner Behörde haben, nicht mal einheitlich in den Bundesländern. Und deswegen unterstützen wir die Bundesregierung ausdrücklich darin, dass man mehr zentralisiert, Stellen auf Bundesebene schafft, den professionellen Zoll einsetzt und dann wirklich sehr konsequent Verdachtsmeldungen nachgeht. Denn das ist das für mich Allerfrustrierendste. Wir haben viele Unternehmen, übrigens ganz, ganz große und viele mittelständische in Deutschland, die sagen, wir melden die Verdachtsfälle. Wir haben einen konkreten Verdacht, dass vielfach auch Menschen nicht deutscher Nationalität in Deutschland Geldwäsche betreiben, indem sie Güter kaufen, indem sie Bargeld in Umlauf bringen und vieles andere mehr. Aber wir stellen fest, dass unseren Verdachtsmeldungen überhaupt nicht nachgegangen wird, dass wir die Verdachtsmeldung abgeben und wir über Monate von der Behörde überhaupt nichts hören. Und ich glaube, das ist die Mindestvoraussetzung, die man als Staatsbürger haben kann. Wenn wir hier ein Gesetz beschließen, dann muss es auch ernsthaft dort umgesetzt werden, wo es kontrolliert wird und nicht nur in den Unternehmen und in den Organisationen, die die Meldung machen. Zweiter Punkt, Bargeld. Ich will das durchaus auch mal ganz menschlich hier sagen. Wir stellen in Deutschland eine hohe Sensibilität im positiven Sinne bei Bargeld fest. Wir haben weniger Kreditkartengeldverkehr als fast alle vergleichbaren Länder in der Welt. Und sobald Boulevardesk aufgemacht wird, die 500-Euro-Note verschwindet, haben die Deutschen das Gefühl, man geht ihnen an ihre Interessen, mit Bargeld zahlen zu dürfen, nicht alles zu dokumentieren, an ihren persönlichen Datenschutz, an ihre persönlichen Bürgerfreiheiten. Also hier möchten wir die Menschen auch beruhigen und sagen, nein, das werden wir nicht tun, sondern Es wird von Fachleuten, es wird von Medien geführt, übrigens auch von Politikern, Herr Kollege Binding. Und das wird nicht stattfinden, sondern es wird auch in Zukunft jedem Deutschen möglich sein, da, wo er ganz legal mit Bargeld bezahlen möchte, das mit Bargeld zu tun. Hier muss niemand Sorge vor dieser Bundesregierung und dieser Koalition haben. Transparenzregister, Herr Schick, Sie haben das sehr verkürzt dargestellt. Und da Sie Fachmann sind und nicht so naiv sind, wie Sie sich hier verkauft haben, wissen Sie ganz genau, dass natürlich nicht ein Student dort nachts am Computer sitzt und im Transparenzregister stöbert und nebenbei den russischen Oligarchen oder den Mafiosi oder den Terroristen entdeckt. Das ist natürlich absurd. Die Hauptarbeit müssen natürlich staatliche Stellen leisten. Da können Journalisten helfen. Die Hauptarbeit müssen natürlich NGOs leisten. Dann haben wir es zugelassen, dass jeder, der ein Geschäftsinteresse hat, die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte prüfen, ob derjenige, der jetzt bei mir etwas kauft,
kauft, an den ich jetzt etwas verkaufe, ob derjenige irgendetwas im Dunkeln hat. Wir gucken, wer es wirtschaftlich begünstigt. Und hier eine Hexenjagd draus zu machen und den Eindruck zu erwecken, dass jeder stille Gesellschafter und jeder, der aus irgendwelchen Gründen an einer deutschen Gesellschaft beteiligt ist, ein potenzieller Geldwäscher ist, das wird der deutschen Wirklichkeit nicht gerecht. 99,9% der deutschen Unternehmen sind überhaupt nicht von dem betroffen, was wir hier diskutieren. Wir reden über einige wenige schwerstkriminelle Straftatbestände und die wollen wir noch besser hinbekommen. Im Übrigen ist Deutschland deshalb so betroffen, weil es eben sehr zentral in Europa ist und weil es übrigens auch ein sehr freiheitliches Land ist, weil es ein sehr großes Land ist. Und hier ist natürlich eine Güterabwägung zu treffen. Übrigens in vielen Fragen. Wir werden hier mit Augenmaß vorgehen, übrigens auch was den Güterhandel betrifft. Wir hören sehr dezidierte Hinweise von internationalen Konzernen, die sagen, Achtung, reguliert in Deutschland nicht schärfer als in anderen europäischen Ländern. Ihr macht unsere Geschäfte in Europa, in Asien, in Amerika kaputt, weil wir uns an deutsches Gesetz halten müssen und unsere Wettbewerber machen das nicht. Und wir werden auch darauf achten, dass wir die Bürokratie nicht überborden. Es kann nicht sein, dass jeder Gebrauchtwagen, der für 1200 Euro an einen Studenten verkauft wird, unter den Verdacht der Geldwäsche gerät. Das ist absurd. Es hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und hier haben wir auch im Parlament jetzt 4 Wochen Zeit bis zur Anhörung Ende April. Wir werden das in aller Ausgewogenheit tun. Die Menschen sollen wissen, uns liegt Geldwäschebekämpfung am Herzen, Terrorismusbekämpfung ohnehin. Aber wir werden auch mit Augenmaß dafür sorgen, dass nicht Zehntausende von Unternehmen und Millionen von Bundesbürgern betroffen werden, weil es einige wenige furchtbare kriminelle schwarze Schafe gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Steffel. Als nächster Redner Lothar Binding von der SPD-Fraktion.